So, zum Panasonic CR3, also Außenröhrenfernseher. Gehäuse habe ich mal ein bisschen umgebaut, damit ich das halt auch als Bassreflex hinbekomme, weil es ist ja nicht mehr im TV drin. Weil hier habe ich eine Seite abgeschnitten, das wäre noch mal so ein Stück weitergegangen, aber auch nur auf der einen Seite. Klar, das Gehäuse ist nicht optimal, aber. So, nehmen wir mal Bass raus. Klingt das auch besser wieder. Irgendwie hatte ich das Teil lauter in Erinnerung. Gehäuse ist echt dickes Plastik, genauso dick wie man hier an den Rohren sieht. Also 1,5, 2 mm, also Plastik, was du nicht eindrücken kannst. Mit bloßer Handkraft. So, wo bleibt denn der Bass hier? Dann tschüss, bis zum nächsten Video.